Mit dem Nahen des Frühjahrs treibt das auch viele Motorradfahrer wieder ins Freie auf Südtirolstraßen. Vor allem an sie wendet sich die neue Auflage der Verkehrssicherheitskampagne. Südtirolstraßen sicherer machen und Unfälle vermeiden, dies sind die wichtigsten Ziele der Sensibilisierungskampagne No Credit, die seit mehr als 10 Jahren läuft. Die ersten Plakate mit dem neuen Subjekt der Kampagne hat der Straßendienst des Landes bereits längs der Straßen angebracht. Auch die Ausgabe 2018 von No Credit legt den Fokus auf die Motorradfahrer, richtet sich aber auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer. Vor allem wirkt Verantwortung gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber den anderen, Freunden und Familienangehörigen eingefordert. Die Plakate werden landesweit an vielbefahrenen Straßenabschnitten und an den Bushaltestellen im urbanen und ländlichen Gebiet angebracht. In den Flirtzügen des Landes wird ein eigener Film auf sicheres und verantwortungsbewusstes Fahren aufmerksam machen. Die Vorstellung der Sensibilisierungskampagne No Credit erfolgte durch Landesrat Florian Mussner und Abteilungsdirektor Valentino Pagani im Dorfzentrum von Neumarkt, und zwar bei der traditionellen Motorradsegnung des Motoclubs Neumarkt. Wir kommen jährlich am heutigen Tag eben hier zusammen, um wiederum nicht nur diese Frühlingszeit anzufangen, eben auf unseren Straßen bzw. mit dem Motor, sondern auch um über unsere Aktion, Sensibilisierungskampagne No Credit zu reden. Und da möchte ich schon sagen, dass wir eigentlich durch diese Solidarität, die wir auch entwickelt haben, mit allen Fahrern, mit allen Motoclubs und so, bringt auch sehr viel, was die Sicherheit anbelangt. Und dafür möchte ich ganz, ganz herzlich auch danken, weil wir sehen, dass eigentlich hier alle mitmachen, damit mehr Solidarität, weniger Unfälle entstehen können, die Verantwortung eben übernommen wird, beziehungsweise auch alles gemacht wird, damit es besser geht auf unseren Straßen. Flankiert werden die Sensibilisierungsaktionen, wie in den Vorjahren auch heuer wieder, durch bauliche Eingriffe. Zu diesen gehören eine bessere Beschilderung und Beleuchtung der Straßen, die Sanierung beschädigter Straßenbelege und die Montage von Leitplanken mit Unterfahrschutz an unfallgefährdeten Stellen. Für die Installation von weiteren Leitplanken stehen heuer 40.000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen der Verkehrssicherungskampagne No Credit wird auch in diesem Jahr die Ortspolizei verschärfte Kontrollen und verkehrsintensive Tage durchführen. Für uns ist es sehr wichtig, hier heute anwesend zu sein bei dieser jährlichen Veranstaltung für die Motorradfahrer. Wir haben seit 12 Jahren diese Kampagne gesteuert und organisiert, und wir sind überzeugt, dass wir einen Beitrag für die Reduzierung der Motorunfälle gegeben haben. Die Kampagne besteht auf 3 Säulen, die Sensibilisierung und die Bildung an die Motorradfahrer, die baulichen Maßnahmen, die konkret auf unserem Straßennetz die 2.800 Kilometer beträgt, und auch die Kontrolle über die Geschwindigkeitskontrolle, die mit einer immer sehr guten Zusammenarbeit mit den lokalen Ordnungshütern ausgeführt worden ist. Der Wert dieser Sensibilisierungskampagne zur Verkehrssicherheit wird durch die Unfallstatistiken belegt. Die Unfälle im Straßenverkehr, speziell bei Motorradfahrern, sind eindeutig weniger geworden, aber immer noch zu viel. 2016 gab es laut Daten des Landesstatistikinstituts ASTAT insgesamt 38 Tote im Straßenverkehr, darunter 8 Fußgänger, 8 Motorradfahrer, 6 Fahrradlenker. 12 Menschen verunglückten mit einem PKW. Weitere 4 starben auf andere Weise. Insgesamt passierten 2016 in Südtirol 1752 Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Toten, also durchschnittlich fast 5 Unfälle am Tag. Die Zahl der Verletzten belief sich auf 2293.